Heute unboxen wir die PS5. Nein, Scherz, wir unboxen andere Sachen, wie zum Beispiel diese Mini-PS5. Die ist schon etwas alt, weil ich habe die schon etwas länger. Ja, ich habe sie auch ein bisschen abgenutzt, wie man sehen kann. Sehr oft benutzt. Gerade hat man meine schöne Fresse gesehen, aber das soll niemanden stören. Sehr staubig. Ich habe sie gerade aus meiner Vitrine rausgenommen. Ja. Im Hintergrund seht ihr eine Diashow von mir selbst erstellt. Und Volvic Touch. Ist das Touch? Nun zu meinem nächsten Exemplar. Die PS6 Mini. Mit meiner Fresse. Ein paar Schäden, aber ist noch eigentlich ganz gut intakt. Ich missbrauche dieses Gerät als Wecker. So, kommen wir nun zum nächsten. Oh, wer ist denn dieser Boy im Hintergrund? Ja, zu meinem derzeitigen Gerät, die PS7. Die PS7, einwandfrei. Da müssen wir die auch mal starten. Mit meiner schönen Fresse. Ja. Starten sie jetzt. Außerdem ist da eine Oma im Hintergrund. Oder eine ältere Dame. Ja, mit Pokémon Alpha Saphir. Ja, dann schließen wir das Teil. Und damit das Video nicht so kurz wird, dachte ich so, okay, lass uns doch auch mal eine Yu-Gi-Oh! Tinbox auspacken. Und ja, vom Sternenschnuppendrachen als erstes, was natürlich diese Promokarte in diesem Yu-Gi-Oh! Pack, Rayquaza. Ja, es glitzert sogar ein bisschen, kann man vielleicht in der Kamera etwas erkennen. Ja. Das nächste, was wir rauspacken, eine Uno-Karte. Sehr missbraucht und ja, gespielt wurde sie auch schon ganz oft. Nun als nächstes eine Memory Card für die PS1. Dann ein Spiel für den Game Boy für den Game Boy Color und eine Media Markt Geschenkkarte, gefolgt von einer Media Card Geschenkkarte, von gefolgt mit einem Fußballspiel für den Game Boy Color. Vielleicht interessiert sich jemand dafür. Oder Pokémon Gelb, auch sehr neu. Ja. Im Hintergrund sieht man aus wie meine Fresse. Also nicht John Cena und Backgammon für den DS. Sondern manchmal, wenn das Licht ein bisschen reinscheint. Und Yu-Gi-Oh! Das habe ich mir damals für 15 Euro erworben. Jetzt ist es, glaube ich, gar nichts mehr wert. Aber und vielleicht auch noch Pokémon Ranger. Und da sieht man den Affen, der abgeleitet ist von, des Zauberers. Ja. Und, ja, wir wissen ja, des Zauberers lieben Bananen, weil sie nämlich keine Banane haben und deswegen lieber von den anderen Bananen irgendwie was abnuckeln, essen, keine Ahnung. Müsst ihr sie fragen, nicht mich. Außerdem haben wir gerade ein paar Spiele gesehen, zum Beispiel diese SD-Card. Ja. Und, ja, also wir sehen auch hier ein Donkey Kong-Spiel für den Game Boy. Ja. Und jetzt, ich habe keinen Bock mehr irgendwie das Ganze rauszuholen, deswegen lege ich es einfach mal hin. Kann ich noch was zeigen, was es war? Zum Beispiel diese GameCube Memory Card. Ja, das brauchte man damals. Yu-Gi-Oh! Für den Game Boy Advance. Dann vielleicht noch SpongeBob. Und Bleach für den DS. Ja. Und nun möchte ich zu meinem Highlight. Ich benutze ja Männerparfüm. Und das wollte ich jetzt mal unboxen. Lieber eine laufende Parfümabteilung als ein laufender Schwitzkasten, würde ich sagen. Dann sprühen wir mal eine Kostprobe, mit dem ihr riechen könnt. Ja, riecht sehr gut. Man spürt schon den Duft. Und ja, nicht vergessen, kommentieren, bewerten, favorisieren und liken. Euer King.